Meine sehr verehrten Damen und Herren, 100 Abonnenten. Daumen hoch. Ja, tatsächlich 100 Abonnenten. Herzlichen Dank dafür. Es hat jetzt knapp ein halbes Jahr oder noch länger gedauert, aber die ersten 100 sind die schwersten. Ich bedanke mich. Das ist nicht selbstverständlich, auch wenn ich ja gemerkt habe, dass manche Videos weniger gut angekommen sind, weswegen ich mich mittlerweile auch auf Fußballmanager beschränke. Das interessiert einfach die meisten. Da wird auch in Zukunft der Schwerpunkt liegen und bleiben. Anstoß 2022 wurde angekündigt. Das ist natürlich das Ziel, auf das ich hinaussteuere. Erstmal Anstoß 3. Und ich denke mal, wenn dann jetzt im nächsten Jahr irgendwann Anstoß 2022 erscheinen wird, wird das dann natürlich hier der große Renner werden. FM 2020 wird auch weitergehen. Alles Weitere erstmal nur nach Lust und Laune. Und ich hatte in den letzten Tagen schon oft gescherzt, dass ich auch ein Pony verlosen möchte. Es gibt ja so eine legendäre Story aus Mitte 20. Jahrhundert in den USA. Da hat ein Wrestling-Promoter mal auf einer lokalen Veranstaltung angekündigt, er werde ein Pony unter allen Anwesenden verlosen. Das hat dann dazu geführt, dass viele Leute gekommen sind und er hat dann rein zufällig seinen Sohn gewinnen lassen. Daher ist ja dieses Sprichwort "Wouldn't you know who won the pony" entstanden, das benutzt wird, wenn irgendwas ganz offensichtlich abgekartet passiert. Das nur als kleiner Exkurs, aber deswegen bin ich darauf gekommen, immer zu scherzen, ja, ich werde jetzt hier auf Lemon Cookie TV ein Pony verlosen. Ich werde jetzt auch ein Pony verlosen, aber kein echtes, sondern ein Steam-Spiel, einen Key, einen Code. Das Spiel Pony Island, das ist sehr gut. Es wird äußerst positiv beworben auf Steam. Es ist ein spannendes Rätselspiel in Verkleidung. Du befindest dich in Limbo, gefangen in einer bösartigen, defekten Arcade-Maschine, welche vom Teufel persönlich entwickelt wurde. Es ist kein Spiel über Ponys, steht dort. Aber sehr gute Bewertungen. Es hat die Tags Puzzle, Indie, Psycho-Horror, Pixel-Art und Hacking bekommen. Also bitte nur volljährige Personen hier teilnehmen, auch wenn ich glaube nicht, dass das Spiel ab 18 ist. Und ja, dieses Spiel werde ich raushauen. Es hat sehr gute Bewertungen. 9 von 10 von IGN, 9,5 von 10 von Jim Sterling. Sieht gut aus, werde ich mir vielleicht auch für mich selber kaufen. Unter allen Kommentaren, die hier in der nächsten Woche unter diesem Video gepostet werden, werde ich dieses Spiel verlosen. Das ist sehr gut und dann habe ich wenigstens zwar kein echtes Pony verlost, aber wenigstens das Spiel Pony Island. Korrekte englische Aussprache. Ja, ich mache jetzt gleich direkt weiter mit Anstoß 3. Sollte mir auch mal die Haare schneiden lassen, wie man sieht. Und sage bis zu den nächsten 100. Es macht keinen Sinn, was ich hier sage. Ja, auf viele weitere Abonnenten, die sich hier hoffentlich dazu gesellen, kann man sich auch mal selber auf die Schulter klopfen. Tschüss.